Der Test. Oben ist die Luft bekanntlich sehr dünn. Extrembergsteiger wissen vom sogenannten Höhenkoller gut zu berichten. Im Mercedes S500 Coupé ist man ebenfalls ganz weit oben in einem Fahrzeugsegment, in dem nur Automobile Diamantenbestand haben. Und auch hier befällt einem bereits nach dem Einstieg der Koller. Denn plötzlich meint man, die Automobilsphären weit hinter sich gelassen zu haben. Man wähnt sich auf einer Yacht tief in den Gewässern der Südsee. Doch in Wirklichkeit versucht man einfach, das S-Coupé galant aus der Redaktionsgarage zu bugsieren. Und da sind wir wieder. Im echten Leben. In dem Leben, wo über 5 Meter Lauflänge und mehr als 2 Meter in der Breite richtig viel Auto bedeuten. Das S500 Coupé ist nicht weniger als ein fahrendes Superlativ, das den Stern in der Haube mehr wie ein Fadenkreuz als wie ein Markenlogo trägt. Man visiert damit sozusagen die schönen Zeiten des Lebens an. Das drückt auch die Grundlinie mehr als deutlich aus. Ein großes Coupé zu schaffen, ist die Königsdisziplin für jeden Designer. Eine Haube, die kraftvoll einen Bogen bis zum Greenhouse spannt, das völlig ohne B-Säule auskommt. Dazu ein versöhnliches Heck, das einen sehr distinguierten Abschluss bildet. Auf Fotos wirkt das sehr gut, aber in der Realität fällt einem sprichwörtlich die Kinnlade runter. Mercedes-Benz hat mit dem S-Coupé tatsächlich Design geschaffen, das bewegt. Damit sich aber tatsächlich etwas bewegt, wurden 455 Pferde in Form eines V8 unter die Motorhaube gepfercht. Motiviert werden die germanischen Rösser zusätzlich von einem Biturbosystem. So geht sich der 100-Sprint in 4,6 Sekunden und ein Topspeed von 250 km/h aus. Die Höchstgeschwindigkeit ist, typisch Mercedes, elektronisch begrenzt. Dass sich das Drehmoment von 700 Newtonmetern dank 5,4 Liter Hubraum fast über das gesamte Drehzahlband erstreckt, hat man den Turbos und den schlauen Mercedes-Ingenieuren zu verdanken. Nun zum Innenleben. Man könnte 1000 Worte verschwenden, um zu beschreiben, in welchem Ausmaß im S-Coupé guter Geschmack auf Perfektion trifft. Und jedes wäre vergebens, dass es nur ein müder Versuch wäre, die Realität abzubilden. Zum Beispiel das Superb-Audiosystem von Burmester oder der Gurtreicher, der die Höflichkeit eines britischen Butlers besitzt. Ganz zu schweigen von den Sitzen aus feinstem Leder. Derer gibt es übrigens 4. Die beiden vorderen zum Sitzen und die beiden hinteren zum... Ach, man hat sie einfach. Benutzt werden solche Sitze ohnehin nie. Über alles ergießt sich ein Armaturenbrett in Wellenform, das mit feinsten Hölzern beplankt und von riesigen TFT-Screens bespielt ist. Über diese TFT-Screens werden auch alle Sicherheitsfeatures, die das S-Klasse Coupé hat, sichtbar. Derer gibt es sehr viele. Hervorzuheben ist der Nachtsichtmodus. Sollte das Auge mit der Dunkelheit nicht mehr zurechtkommen, kann man sich ins Display ein Nachtsichtbild der Straße spielen. Personen und Tiere oder auch unser Tonmann scheinen dann rot im Display auf. Unser Go-Fazit zur Mercedes-Benz S-Klasse Coupé. Wer sich das große Coupé leistet, ist tatsächlich ganz oben angekommen. Dort, wo die Luft dünn und der Luxus üppig ist. Man ist mit den S500 Coupé schon sehr nahe am perfekten Auto. Bei uns hinterlässt das S-Coupé allerdings ein tiefes Gefühl von Traurigkeit. Denn leider müssen wir es wieder zurückgeben.